Wow. Glücklicher Tag gelebt, oder? Bester Tag ever. Ich komme gar nicht klar gerade. Achso, wir sind gerade in Miami übrigens. Also am Beach, am Ocean Drive, direkt am Strand. Ja. So, warum sind wir hier? Five Guys. Weil? Weil das der beste Laden der ganzen USA ist und da essen wir jetzt schnell was. Wir sind bei Vossen, wie man unschwer an den Autos erkennen kann. Die machen ja gerade alles neu. Wie man sieht. Ja, leider, wir wollten eigentlich zu Vossen rein, aber man sieht nur die Lagerhalle. Man sieht da ein paar Felgen. Man sieht ja Autos mit Felgen. Zum Beispiel da der Mitte mit dem blauen. Hier haben wir Vossen Wheels überall. Das Haus wird gerade komplett neu lackiert. Ich gehe mal davon aus, dass der Hurricane hier ein bisschen was umgemacht hat, weil schau mal hier. Hier ist nämlich alles umgerissen. Und Strom ist wirklich auch nicht mehr da. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass Vossen sich gesagt hat, nutzen wir das aus und lackieren die Halle mal schwarz. So ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen? Naja, wir können nicht ganz so viel sehen, aber ist jetzt so. Ist ja. Jetzt so. So ist das. Der Hurricane hat alles zerstört. Anscheinend hat Vossen ein bisschen überlebt. Man sieht halt das Lager. Aber. Na gut. Naja. Dann los. Dann fahren wir mal los, weil wir müssen zum Flughafen. Ich wollte gerade sagen, wir sind schon eine halbe Stunde zu spät. Jetzt schon. Also los. Germany. Did you go inside already? No, but we need to go to the airport. Our flight is leaving in one and a half hour. So you haven't been inside? No, we don't go inside. Second. Let me run these guys. Yeah. Come on, you guys gotta run in. All right. These guys gotta go to Germany. This is our D24s on this car. Awesome. Right here. Looks awesome. Yeah, Alex, I think you're... These guys gotta go. We gotta show them inside. So we're renovating. That's why it's a little bit of a mess. Got a bag of art right here. Vete pa la mierda, coño. Si no te gusta, vete pa el carajo. Wir waren nur kurz hier, um vorne eigentlich die Autos zu filmen und einfach mal kurz eine Privatführung von Mike bekommen. These crazy guys from all the way from Germany. Wow! They said they gotta start by Fossen. Thank you very much, take care, buddy. Bye bye. Ich glaube, glücklicher Tag gelebt, oder? Bester Tag ever. Ich komme gar nicht klar gerade. Ich muss erst mal. Also besser kann es nicht vorbeigehen, oder? Also das ist. Ich meine, das ist das perfekte Ende. Geiler Typ. Eine Stunde später. Sorry, ich bin gerade hart am Social Media machen. Weil? Wir gerade bei Vossen waren und Mike hat uns einfach mal eine kleine Tour gegeben. Können wir mal bei Vossen bei Instagram, hier, Mike Forsythe, so schreibt man das. Jetzt könnt ihr es gar nicht mehr gucken. Mir fällt gerade ein, Instagram Stories sind 24 Stunden weg. Naja, wir durften bei Vossen was aufzeichnen. Wir haben CNC-Fräsen gesehen, wir haben Felgen gesehen, wir haben Mike getroffen, wir haben Autos gesehen. Alles innerhalb von ganz kurzer Zeit. Er hat eben noch Instagram gemacht und es war wirklich richtig nice. Vielen Dank an Mike. Thanks, Mike. Du warst awesome. Ich bin überwältigt. Bester Tag überhaupt. Das war stressig, oder? Ja, also, aber jetzt sind wir ja gleich im Flieger. Also gerade nochmal hier angekommen, pünktlich. Hat sich doch ein bisschen nach hinten verzögert, weil der kurze Boxenstopp bei Vossen eigentlich nur geplant war mit, hey, wir gucken uns hier kurz auf den Parkplatz bei Felgen an. So kann, also da komme ich gerne zu spät zum Flieger, wenn wir noch von Mike persönlich eine Tour durch Vossen kriegen. Also wir haben ihn gesehen und dachten so, ob wir dem vielleicht die Hand schütteln können. Ja, und auf einmal, ey, wo kommt der raus? Und dann nimmt er uns an die Hand und führt uns durch den Laden. Ja, also, beste. Überragend. Wir reden gleich nochmal, wir müssen jetzt erstmal zum Gate. Genau vor 21 Tagen. Ja. Nee, 20 Tagen. Ja. Sind wir da oben lang gelaufen. Ach, und haben hier runter geguckt. Und auf den dicken Typen, der da saß. Den wir nicht gefilmt haben. Nein, wir reden nicht über dicke Leute. Aber das ist jetzt 20 Tage her. Also, das ist krass, ne? Es ist einfach wirklich vorbeigesprungen. Schnibbelibu und auf einmal war es da. Und dann waren wir noch bei Vossen und ich kenne nur noch Vossen ab jetzt. Also bei mir wird das Ganze alles gelöscht. Bei mir ist nur noch Vossen gerade. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt auch ein bisschen auf den Rückflug. Nee, auf den Rückflug nicht. Also, aber zu Hause. Zu Hause einfach. Also, so eigene Bett, der Klassiker. Aber das interessiert mich eigentlich gar nicht. Was will ich eigentlich haben zu Hause? Ich weiß nicht. Also,
Die Leute. Die Leute. Ich freue mich nur auf die Leute, aber auf Deutschland freue ich mich nicht, ganz ehrlich. Es, vor allem das Witzige ist, es ist immer das gleiche Gate, ja. Immer der gleiche Terminal. So, und da ist auch schon Boarding. Die ersten Leute gehen rein. Boarding. Jetzt ist die einzige Hoffnung, die wir noch haben, hoffentlich gute Filme. Echt mal, ohne Scheiß. Ich hoffe, dass andere Filme sind, weil sonst bleibt mir nur noch American Sniper über. Sonst habe ich alle gesehen. Und nochmal Baby Boss, der ist zwar cool, aber ich würde ihn mir jetzt nicht nochmal. Den habe ich ja zum Glück noch nicht geguckt. Dann gucken wir den zusammen. Dann gucke ich ihn nochmal. Wenn wir zusammen gucken, gucke ich ihn nochmal. Also einfach nur darauf hoffen, dass gute Filme kommen und dass vielleicht der Platz neben dir frei bleibt. Boah, das wäre cool. Ja, da haben wir ein bisschen Platz. Aber es sieht hier nicht voll aus. Obwohl wir gestern, als wir den Check-in gemacht haben, alle Plätze belegt waren. Aber jetzt erstmal zurück nach Deutschland, ne? Ja, aber erstmal gehen wir in den Flieger, machen nochmal die Kamera an. Wir müssen nicht nochmal was essen. Nehmen wir uns vielleicht so ein Gin-Wasser wieder. Und dann machen wir schön Haia. Schön mindestens 5 Stunden Haia habe ich mir schon vorgenommen. Ja, müssen wir vor allem, weil sonst kommen wir aus dem Jetlag nicht raus. Ja. Da ist unser Call. Also los. Es geht weiter, ne? Wir haben den großen Vorteil, bzw. das Glück, dass Boarding schon abgeschlossen ist. Und wie man sieht, ist pretty much space in here. Das ist einfach mal leer. Wir haben 4 Platz, hinter uns sind viele Viererreihen sogar frei. Problem ist nur, die Kamera ist gleich leer, das heißt, wir werden gleich auf GoPro umsteigen. Und ansonsten, easy as life. Also ich meine, das ist ja hier quasi Privatjet. Wir können quasi jetzt schlafen oder Händchen halten. Oder Händchen halten. Und das Beste ist, mehr Platz für Ginwasser. Das sind jetzt unsere Alkoholtablets. Und wir machen alle Displays an, sodass wir, egal wo wir hingucken, immer Stereo, wir gucken quasi Stereo. Ewigkeit später. Guten Morgen. Hallo, willkommen Deutschland, ich will zurück. Keine Lust zu vloggen, weil scheiß Wetter. Geht, guck doch mal. Ja, man kann richtig viel sehen, ne? Nebelig as fuck. Naja, so ist es. Hallo. Propellermaschine. Ja, Propellermaschine, das wird voll cool, das wird Adventure. Ich fühle mich jetzt schon wie Indiana Jones. Los geht's. Das war's? Hamburg! Yay! Der Urlaub ist somit vorbei. Mir ist echt warm, muss ich. Also, ich muss wirklich sagen. Mir ist auch gerade warm. Mir ist warm. Und damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt hier Winterjacke sofort anziehen muss, aber es ist wirklich. Also, es ist zwar typisch hamburgerisches Wetter, aber angenehm. Wir waren jetzt wieder gefühlte 24 Stunden unterwegs. Bisschen müde. Aber morgen geht die Arbeit wieder los. Ja, Mann! Ja, so ein Urlaub muss doch irgendwie finanziert werden. Das ist echt so. Richtig, immer erst Geld ausgeben und dann das Geld holen. Richtig, richtig. Geld kommt ja jeden Monat neu. Ja. Also, kein Stress. War so ein geiler Urlaub. Ja, war echt schön. Komm. Ein Liebeshack. Einer der geilsten Urlaube, die ich je hatte. Hurricane hat ein bisschen gestört. Ja, Hurricane. Aber war trotzdem. Aber es war halt. Wir können sagen, wir waren beim Hurricane dabei. Und derzeit noch bei dem krassesten überhaupt. Ja. Was man nicht vergessen hat. Immer ist halt immer noch Bitch überhaupt gewesen. Ja. Ne? Fährst du jetzt auch nicht nach Hause? Ich fahr jetzt nach Hause. Daniel ist schon zu Hause. Da stehen wir nämlich gerade. Ich darf jetzt noch mal eine Stunde gurken. Apropos Gurken. Ja. Deshalb danke fürs Zuschauen. Ja, auf jeden Fall. Nee, gibt nicht Besseres zu sagen. Also ja, danke fürs Zuschauen. Vlog hat mega Spaß gemacht. War ja das erste Mal für uns. Ja. Am Anfang haben wir natürlich auch ein bisschen jetzt was hochgeladen, um zu gucken, ob es Anklang findet, ob es jemand gut findet. Und die richtig guten Sachen, die schneiden wir jetzt zu Hause und dann kommt der Rest des Urlaubs. Das heißt, die ersten 4, die waren quasi so testweise, ob Leute zugucken. Und jetzt machen wir den Rest von zu Hause.